Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Steffi Graf und André Agassi haben mit körperlichen Folgen ihrer Tenniskarriere zu kämpfen. Urheberrecht Getty Image. Selbst 20 Jahre nach ihrem Karriereende kämpft Steffi Graf noch mit den körperlichen Folgen. Auch Ehemann André Agassi klagt über gesundheitliche Probleme. Deutschlands Tennisikone Steffi Graf hat 20 Jahre nach dem Ende ihrer Karriere mit den körperlichen Folgen zu kämpfen. Hier zu sitzen, meine Hüfte, das schmerzt, sagte die 49-Jährige bei einem Interviewtermin mit der US-Zeitschrift Stella Magazine, es ist also nicht so toll. Ich habe ein Knie, bei dem Knochen auf Knochen ist. Auch Grafs Ehemann André Agassi, ebenfalls einst die Nummer 1 der Tenniswelt, klagt über gesundheitliche Probleme. Ihre Hüfte hat es am schlimmsten getroffen und mein Rücken ist ziemlich übel, sagte der US-Amerikaner. Der Sport sei hart für unsere Körper gewesen, berichtete Graf. Sie finden uns auch nicht mehr draußen auf dem Tennisplatz, außer es ist etwas sehr Kleines. Graf 377 Wochen lang die Nummer 1. Graf gewann in ihrer Laufbahn 22 Grand Slam-Titel und hält mit 377 Wochen noch immer den Rekord für die längste Zeit an der Spitze der Weltrangliste. Inzwischen lebt die gebürtige Mannheimerin gemeinsam mit Agassi zurückgezogen in Las Vegas. Punkt. Mit körperlichen Problemen aufgrund der Tenniskarriere hat auch Boris Becker zu kämpfen, der sich unter anderem 2013 einer Operation an beiden Hüftgelenken unterziehen musste.